zum meistgesuchten Betrüger der Welt. Der ist auf freiem Fuß in Moskau unterwegs. Unglaubliche Geschichte. Es geht um Jan Majalek. Wirecard, Milliardenbetrüger, BKA, Europol, alle sind hinter ihm her. Nicht ganz alle. Denn Putin, der lässt ihn bei sich im Land ganz wunderbar leben und lieben. Der Blick aufs Handy, die Haare kurz geschoren, die Jacke rot. Eine auffällige Farbe für jemanden, der eigentlich unerkannt bleiben will. Jan Most Wanted Majalek, gesichtet in Moskau. Es ist der Beweis, Deutschlands größter Wirtschaftsbetrüger ist im Reich von Kreml-Tyrann Putin. Es ist die nächste große Enthüllung in der Akte Wirecard. Der größte Finanzskandal seit dem Zweiten Weltkrieg und an der Spitze der Österreicher Jan Majalek. Rückblick. Das Zahlungsverkehrsdienstleistungsunternehmen gilt jahrelang als deutsches Vorzeigeunternehmen, wird hofiert von Spitzenpolitikern, darunter auch von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel. Doch die Ereignisse des 19. Juni 2020 stellen das Unternehmen und die deutsche Finanzwelt auf den Kopf. 1,9 Milliarden Euro fehlen in der Kasse des DAX-Unternehmens. Verträge, Geschäfte, weltweite Kontobewegungen, alles erfunden. Die Wirecard-Aktie stürzt ab, die Gläubiger werden um 3,1 Milliarden Euro geschädigt und Jan Majalek flüchtet. Seine Flucht führt von Vöslau in Österreich über Minsk bis hin nach Moskau. Auf seiner Flucht wechselt der Milliardenbetrüger mehrere Male seine Identität. Seitdem lebt Jan Majalek das Luxusleben im Land des Kreml-Despoten. Genießt feinstes Essen im Fischrestaurant La Marée, fährt ein fettes Auto und lebt in einer Luxusvilla nur 20 Kilometer vom Kreml entfernt. Dazu steht Deutschlands meistgesuchter Betrüger unter ständigem Schutz von Putins Geheimdienst. Seit Juni 2021 soll Majalek sogar russischer Staatsbürger sein. Seine neue Identität, German Bajenow. Unfassbar. Wie Bild im April exklusiv berichtete, erfährt der Bundesnachrichtendienst bereits im Frühjahr 2021, wo sich Jan Majalek aufhält, und informiert das Kanzleramt darüber. Außerdem bietet der russische Geheimdienst der Behörde sogar an, Jan Majalek zu verhören. Die Reaktion des Kanzleramtes? Stille. Keine Reaktion. Die Enthüllung über Jan Majaleks genauen Fluchtort kommt kurz vor Merkels Zeugenaussage im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Wären Majaleks Aussagen zum Problem für die Kanzlerin geworden? Nach Bildinformationen hat der Bundesnachrichtendienst nach diesen Aufnahmen bereits erneut eine Auslieferung von Jan Majalek beantragt. Doch seit Putins Krieg in der Ukraine gilt diese als unwahrscheinlich.